Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Chatra Rezepte aus dem Maghreb. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Unsere diesjährige Ramadan-Reihe beginnen wir mit einem sehr bekannten und traditionellen Brot, und zwar Matlor. Matlor eignet sich hervorragend zu Ramadan, zu Tajin oder Shorba oder aber auch zu gegrilltem Gemüse. Meist bereiten wir mehrere Brote vor und frieren diese ein. Dann habt ihr jeden Abend frisches Brot zur Hand, wenn es Zeit für Iftar ist. Ihr findet natürlich alle genauen Mengenangaben unten in der Infobox. Und bevor es losgeht, abonniert doch noch gerne kostenlos meinen Kanal, wenn ihr dies noch nicht gemacht habt. Wir benötigen für die Zutaten 250 Gramm Hartweizengrieß, 500 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Trockenhefe sowie 1 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Butter Zimmertemperatur sowie 550 Milliliter lauwarmes Wasser. Was wir zusätzlich noch benötigen, ist Grieß für unsere Arbeitsfläche. Wir beginnen damit, dass wir den Grieß, die Hefe sowie den 1 Esslöffel Zucker und die 550 Milliliter lauwarmen Wasser in eine große Schüssel geben. Das Ganze werden wir nun mit einem Stabmixer 1-2 Minuten gut miteinander umrühren. Jetzt lassen wir unseren Vorteig 15 Minuten lang ruhen, damit sich die Hefe aktivieren kann. Nach den 15 Minuten geben wir nun das Mehl sowie das Salz mit hinzu und werden alles mit unserer Küchenmaschine zu einem elastischen Teig verkneten. Der Teig ist noch relativ klebrig und das ist genau richtig. Sobald wir unseren Teig gut durchgeknetet haben, geben wir als letzten Schritt unser Esslöffel Butter oder Margarine mit hinzu und verkneten das Ganze noch einmal ordentlich, damit die Butter sich in den Teig auflöst. Sollte der Teig nicht klebrig sein, heißt es, dass euer Mehl zu viel Flüssigkeit vom Teig aufgenommen hat. Dann solltet ihr noch etwas Wasser mit hinzugeben, damit der Teig wieder klebrig wird. Unseren Teig werden wir jetzt noch mit etwas Mehl bestreuen und dann lassen wir den Teig für eine bis eineinhalb Stunden an einem warmen Ort ruhen. Der Teig sollte sich mindestens verdoppeln in der Zeit. Die Ruhezeit ist nun vorbei und ihr seht, wie schön unser Teig aufgegangen ist. Wie gesagt, benötigt ihr für eure Arbeitsfläche noch etwas zusätzliches Grieß. Dieses werden wir mit etwas Mehl auf unserer Arbeitsfläche verteilen. Unseren Teig werden wir nun aus der Schüssel herausheben und dann 4 gleich große Brotteile herausschneiden. Die Brotteile werden wir nun zu ordentlichen Kugeln formen. Und dann werden wir unsere Brotkugel in einem Teller mit Grieß von allen Seiten gut mit Grieß umhüllen. Sollte euer Teig noch viel zu klebrig sein, dass ihr eine ordentliche Kugel formen könnt, bestäubt eure Hände gerne noch mit etwas Mehl.
Auch die Arbeitsfläche sollte noch gut mit Grieß bedeckt sein, damit euer Teig nicht auf der Arbeitsfläche kleben bleibt. Lasst zwischen den Brotteigen noch reichlich Platz, denn wir werden die Teigkugeln noch mal 15 Minuten ruhen lassen und die werden dann noch einiges aufgehen. Ihr seht, dass wir den Boden der Kugel auch ordentlich verschließen. Wir geben überall nochmal etwas Grieß obendrauf und lassen unsere Brotteige nun 15 Minuten lang ruhen. Nach den 15 Minuten ist unser Brot noch einmal schön aufgegangen. Bevor wir unseren Teig nun formen, können wir unsere Pfanne oder Tagine schon einmal vorheizen. Jetzt werden wir unser Brot vorsichtig etwas ausbreiten. Nicht zu sehr, also das heißt, wir werden ihn nicht zu dünn ausbreiten, da wir doch relativ dickes Matlor erhalten möchten. Im Durchmesser haben unsere Brote ca. 20 bis 21 cm. Zu guter Letzt werden wir nun unser Brot, das wir zuerst ausbacken werden, mit einem Spieß etwas durchlöchern, damit die Hitze von unten komplett durch den Teig durchgehen kann. Unser erstes Matlor werden wir nun in unsere vorgeheizte Pfanne legen. Unser Brot werden wir zu Beginn höchstens 2 bis 3 Minuten lang anbacken und sobald der Boden anfängt fester zu werden, drehen wir das Matlor sofort um. Jetzt nehmen wir uns die Zeit und lassen unser Matlor auf Stufe 6 von 9 von jeder Seite zwischen 8 bis 10 Minuten lang ausbacken. Ihr könnt ab Minute 6 zum Beispiel schauen, ob euer Boden schon schön goldbraun geworden ist und das Brot dann wenden. Ansonsten lasst es noch bis 8 bis 10 Minuten lang durchbacken auf jeder Seite. Wir wollen nämlich sicher gehen, da das Matlor nämlich relativ hoch wird, dass natürlich innen drinnen das Brot auch durch wird. Ihr seht jetzt schon den Unterschied, wie hoch und schön unser Brot bereits ansteigt. Sobald unser Brot fester wird, drehen wir es regelmäßig immer wieder im Kreis, damit wir sicher gehen können, dass es von allen Seiten gleichmäßig durchgebacken wird. Jetzt können wir schon mal spickeln, welche Farbe das Brot unten erhalten hat und ihr seht, es bekommt schon eine schöne goldbraune Farbe. Und ich werde es jetzt noch weitere 2 Minuten lang ausbacken. Jetzt werden wir unser Brot umdrehen und genauso von der anderen Seite in aller Ruhe ausbacken lassen. Ich mache bewusst immer kleinere Brote als die typischen großen Matlor-Brote, weil die einfach, ich würde jetzt sagen, in der deutschen Küche, die wir haben, einfacher zu handeln sind und auch einfacher zu backen. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht so geübt wie meine Schwiegermutter, dass ich so große Matlor-Brote ausbacken könnte. Unser erstes Brot ist jetzt fertig und das können wir schon mal zur Seite stellen. Jetzt backen wir unser zweites Brot gemeinsam aus.
Ich mache dieses Rezept super, super gerne. Und oft friere ich die Brote ein, damit ich immer frisches Matlor zu Hause zur Hand habe. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, ist dem Teig schwarze Kümmelkörner unterheben. Das gibt dem Ganzen auch nochmal einen leckeren Geschmack. Natürlich, und das kann ich auch verstehen, sind schwarze Kümmelkörner Geschmackssache. Meine Kinder mögen es überhaupt nicht, ich als Kind genauso wenig, aber jetzt als Erwachsene finde ich sogar noch leckerer, wenn da Kümmelkörner mit dabei sind. Schaut mal, was für eine schöne Farbe das Brot erhalten hat. Jetzt möchte ich euch noch was zeigen, solange man eines Brot ausbackt. Und zwar geht es um die Ränder. In Algerien tut man die Ränder normalerweise über offenes Feuer, also meistens am Gasherd, nochmal ringsherum ankugeln, sag ich jetzt mal, oder anbrennen, ja, damit die Ränder auch nochmal kurz so angebacken werden. Das können wir natürlich hier nicht machen, weil wir arbeiten mit einem Elektroherd. Deshalb, sobald das Brot abgekühlt ist und ihr es in die Hand nehmen könnt, werden wir es von allen Seiten kurz in der Pfanne nochmal anbräunen. Ihr seht, wie super einfach es mittlerweile geht, leckeres Matlor zu Hause selbst herzustellen. Ihr könnt den schwarzen Grieß, der beim Backen entsteht, mit einem Pinsel oder mit eurer Hand so ein bisschen wegpinseln, wenn euch das stört. Und jetzt sind unsere 4 Matlorbrote auch schon fertig. Wenn ihr das Matlor nicht einfrieren solltet, bewahrt das warme Matlorbrot in einem frischen Küchentuch auf. Seid stolz auf euch Mädels und genießt euer eigenes hergestelltes Matlor zu einer leckeren Schorba oder Tagine. Ich hoffe sehr, mein Video zur Zubereitung unseres traditionellen algerischen Matlors hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like. Und wenn ihr keiner meiner Rezepte zukünftig verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Ramadan.